Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit dem schönen Spanien, wo es in der letzten Folge nicht ganz so schön war. Wir haben das Bündnis mit Frankreich verloren. Ich habe mir das auch nochmal angesehen. Da ist ja das Diplomatiespiel der Radikalen in den Philippinen gestartet worden. Zu dem Zeitpunkt gab es das Bündnis noch. Und dieses Diplomatiespiel richtet sich ja eigentlich gegen unsere Marionette und wird dann an uns weitergereicht, und ich weiß nicht, ob da irgendwo der Wurm drin ist. Auf jeden Fall haben wir das Bündnis mit Frankreich nicht mehr, und ich überlege jetzt, ob ich tatsächlich den Verteidigungspakt mit Brasilien möchte, denn Brasilien hat gar nicht so unwesentlich Truppen, 95 plus insbesondere auch 98 Flottillen. Andere Großmächte sind aktuell... Na gut, wir haben auch wenig Dip zur Verfügung. Wie sieht denn das bei Österreich zum Beispiel aus? Gegen eine Verpflichtung ginge das. Österreich hätte eine ganze ordentliche Latte... Ginge das wirklich mit Österreich? Nee, ging nicht. Die Anzahl der Bündnisse, die Österreich hat, ist kleiner als 1. Das ginge also nicht. Bei Frankreich sprechen die Beziehungen dagegen. Denn es ist nicht nur das Bündnis gebrochen worden, sondern auch gleichzeitig der Handelsvertrag. Die Haltung ist auch vorsichtig. Das ist auch minus 50 nochmal. Beziehungen sind nicht maximiert. Da arbeiten wir dran. Da können wir 16 gewinnen. Niederlande und Großbritannien haben inzwischen einen Verteidigungspakt. Das heißt, da geht auch nichts. Die Amerikaner, die aktuell mit uns in einem Krieg sind, mit denen könnten wir ein Bündnis bekommen. ...222 Truppen. Na gut, die haben halt ein anderes Einberufungssystem. 120 Flottillen. Da müssten wir nur irgendwie 400 freiräumen. 145 haben wir. Beziehungsverbesserung mit Qing, Kanada, Australien. Qing, Kanada, Australien. Da müssten wir mal 2 von aufgeben. Wir hören mal auf mit Kanada und Qing zu verbessern. Bündnis ginge. Achso, nur gegen Verpflichtung. Aber die wären zu einem Verteidigungspakt bereit. Und zwar ohne Verpflichtung sofort. Oder? Nee, auch wieder nur Verpflichtung. Und ich mag keine Verpflichtung für ausgeben. Handelsvertrag interessiert die nicht. Na gut, dann können wir doch wieder weiter verbessern.
Wie es heißt, wir stehen momentan wirklich allein. So. Krieg hier geht gut voran. Nächste Runde öffentliche Schulen kommt. Wir sind in der Abstimmungsphase, haben eine Drittelchance. So, und da ist das durch. Mit den spanischen Philippinen. Jut ist halt so sehr, sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, meine Vermutung ist, es hängt mit den Philippinen zusammen. Die Annexion 22,5. Wir sind achtbar. Wir fangen gleich nochmal an hier. So, und das heißt, wir können einen unserer Generäle gleich wieder losschicken. Ich bin's leid, wenn das wirklich die Ursache sein sollte, dann. Und da sind die öffentlichen Schulen. So. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Eine Kirche wird dadurch nicht mehr gestärkt und wir haben immer noch guten Bildungszugang jetzt. Allerdings durch die öffentliche Hand. Ich bin sehr zufrieden gerade damit, dass das geklappt hat. So, wir haben jetzt hier eine Initiative Zensuswahlrecht beschließen. Da kämen wir auf 42%. Industriellen sind dagegen, werden aber nicht radikalisiert. Überhaupt wird niemand dadurch radikalisiert, dann würde ich sagen, ab mit dem Zensuswahlrecht. Bergkampfexperte, was haben wir denn hier für ein Terrain? Es sieht schon ein bisschen bergig aus, ne? Könnte aber auch waldig sein. Den lassen wir mal hier einfach nur verteidigen. Da bleiben wir neutral, auch wenn wir gucken wollten, ob da irgendjemand einsteigt. An Großmächten aber ist eh niemand. Niederländisch-Indien auf Seite der Philippinen. Das kennen wir ja schon, dass die hier gerne mal vorbeischauen. Die Niederlande auch gleich noch. In unsere Richtung neigt niemand. Selbst mit Verpflichtung kriegen wir niemanden rein. Nicht, dass ich das ausprobieren möchte. Was wurde denen denn geboten? Ja, nichts. Mal wieder. Ach doch, Verpflichtungen. Da ist Äquatoria abgeschlossen jetzt.
dann inkorporieren wir da auch gleich. Ihr habt Regierungsverwaltung, 5 Kasernen und eine Eisenbahn. Das heißt, die Basis steht. Tidor direkt ist nicht mit drin. Ich denke jetzt halt drüber nach. Buton ist Marionette von der Niederlande. Und die Niederlande haben inzwischen einen Pakt mit Großbritannien. Ob das jetzt vielleicht die Chance ist, die einmalige die Übertragung von Buton zu fordern. Haben die noch irgendwas, wo ich sagen könnte, interessiert mich? Ja, ich weiß hier die zwei Zipfel, die zwei Teilstaaten, Windwardküste und Elfenbeinküste gehören denen auch. Niederlande ist eigentlich kein Gegner. Hätten sie nicht das Bündnis mit Großbritannien? Und Niederländisch-Indien, ja, ein bisschen mehr sogar. Das heißt theoretisch, nur theoretisch. Also Klientellandübertragung Buton. 1,6. Tidor komplett 3,6. Aber dann hätten wir wieder zwei Vasallen, die wir ja eigentlich gerade loswerden wollten. Und dann annektieren müssten wieder. Landesbefreiung Toba. Ach, das wäre das Stückchen da. Anspruch widerrufen. Molukken, Westborneo, Celebes. Das würde sich gegen Niederländisch-Indien richten. Regimewechsel, Marktöffnung, Kriegsreparation interessiert mich alles nicht. Wir haben 100 Schachzüge. Wir warten jetzt erstmal ab, wie es mit dem Einstieg anderer Mächte noch aussieht. Niederlande sind raus, das heißt, es sind nur noch die niederländischen Niederländisch-Indien. Das heißt, Buton kann keine Forderung mehr sein, aber wir könnten Tidor fordern. Gucken wir uns gleich an. Da bin ich wirklich am Überlegen, lohnt es sich, sich da wieder einen neuen
Also wie gesagt, meine Arbeitsthese ist, wir haben das Bündnis mit Frankreich verloren, weil es diesen Aufstand in den Philippinen gab. Alles andere, was vorher passiert ist, irgendwelche Aufstände bei uns, sei es nun die Sezessionsbewegung in Sansibar oder irgendwelche Aufstände wegen der Kolonisierung, ist Frankreich immer treu an unserer Seite gegeben, aber jetzt bei dem Aufstand im Hoheitsgebiet der Marionette ging gar nichts. Tidore hält halt ein Stück von den Molukken und von Celebes und dann natürlich hier ein Stück von Westneuguinea. Melanesisch wird auch nicht akzeptiert bei uns. Wie groß ist denn die Bevölkerung hier in den beiden? 71. Achso, es geht nur um die zwei hier. Hier sind es 346. Das ist schon nochmal ordentlich. Hier sind es nur 8000. Hier 181. Aber das heißt halt, wir müssen dann auch erobern. Und die sind auch auf Plänkler-Infanterie. Die haben keine Schrapnell-Artillerie. Das heißt, ganz leichter Vorteil bei uns. Würde natürlich den Machtbereich hier in Indonesien noch mal deutlich vergrößern. Nee. Nee, nee. Ich will halt wirklich die Länder loswerden. Und mir nicht noch mehr Probleme an die Backe holen. Gummi in Guyana. Wir sind an der Front. Da ist niemand. Nö, der marschiert da munter vor sich hin. Wo ist die Hauptstadt der Philippinen? Da oben, dann sollten wir da vielleicht mal das strategische Ziel setzen, dass wir jetzt nicht nach unten angreifen, sondern wirklich nach oben. Zensuswahlrecht, es sind hier in Wurfsphase gegangen. Nee, nee, du bitte. Front voranbringen hier. Und dann würde ich einfach hier den General noch mobilisieren, der da voranbringen kann. Drehventilmotor.
Möbelfabriken, Werkzeug. Gucken wir sie doch im Einzelnen durch. Möbelfabriken. Ich habe doch Möbelfabriken gelesen. Da, Drehventilmotor irgendwo da. Wird umgestellt. Werkzeugfabriken. Umstellen. Nur das Beste. Papierfabriken. Stahlwerke. Motorenwerke. Waffenfabriken. Und Munitionsfabriken. So, das hätten wir. Da kommt Anilin automatisch. Wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, die Pferdekopfpumpen wären interessant. Allein um Öl zu entdecken. Das waren 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir gehen durchaus mal auf eine Militärtech. Und zwar mit dem Telegraphen könnten wir auch gleichzeitig die Militärstatistiken freischalten. Aber die Turmschiffe sind natürlich auch interessant. Beides ist in 21 Monaten da. Dann da die Turmschiffe. Unbewachte Front. Unbewachte Front, weshalb denn? Hier du bitte dahin. Jetzt, wenn wir da irgendwie wieder ein Stück verlieren, hier oben müssten wir ja bald was gewinnen. Genau, die kommen jetzt von oben runtergerollt. Strategische Ziel können wir wegnehmen, denn das ist eh schon erobert. Hier wird jetzt tatsächlich mal gekämpft. Was haben wir für Problemchen? An Kohle arbeiten wir. Brauchen wir hier noch einen General? Es ist halt wieder so ein. Diese dummen Inseln sind halt so mini, dass ständig irgendwelche Fronten neu entstehen. Aber es müsste auch so gehen. Wir haben die Hauptstadt besetzt. So, da ist irgendwas. Der spanische Traum. Ja, Gold. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Oh, was ist denn da passiert? Hier ist jetzt irgendwo.
denn mit ihm? Warum? Ach, er rückt vor. Er ist Waldkampfexperte. Das ist da, glaube ich, ganz gut. Und der andere... Bernardino Urias. Geh du mal. Mach erstmal die Front da weg jetzt gerade. Das ist ja, wie gesagt, es ist so ein Wirrwarr da. Und du vorrücken hier. Gleich kommt der Augenblick der Wahrheit, ob sie wirklich über null, unter Null rutschen, aber müsste. Ja. So, hier bieten wir natürlich an, die Annektierung. So, da scheinen wir komplett erobert zu haben. Das heißt, einer von denen ist doch jetzt wieder frei. Um... da vorzurücken. Diego de Tenio ist leider verstorben. Der war eigentlich relativ gut. Der neue ist Positivist. Claudio Suarez de Argudigen. Naja, aber bringt uns auch nichts. Aber es könnte bedeuten, dass die Regierung bei der nächsten Wahl zerfällt. Da muss man halt gucken dann. Sie würden das Friedensangebot annehmen. Dich kann ich wegen laufender Schlacht jetzt nicht zurückschicken, aber ich schicke trotzdem das Friedensangebot. Bom. Zensuswahlrecht in die Abstimmungsphase. So, und wir sind all unsere Marionetten los. So, das heißt, Mindanao ist komplett, inkorporieren wir eh schon. Luzon ist komplett, inkorporieren wir. Und dann haben wir hier jetzt noch Visayas. Als erstes gehen wir durch die Methödchen mal durch. Hier sind wir auf Schrapnell. Die Häfen auf Industriehäfen. Hier waren wir auf Stahlpassagierwaggons jetzt inzwischen. Wie viele Truppen haben wir jetzt hier? 7, das reduzieren wir auf 5. Holzfäller in Mindanao stehen auf Hartholz. Wie ist denn der Markt? Hartholzpreis nicht gut, Weichholzpreis auch nicht. Also beides im Argen. Die Häfen sind ausgelastet. So, Visayas. Kriegt 3 Kasernen. Eisenbahn haben sie. Hatten die hier Bausektoren? Nein, und die anderen Visayas auch nicht. Da müssen wir dann mal gleich gucken, wenn die Baumethoden alle angepasst sind. Hier stehen die Holzfäller auf Weichholz. Und hier oben sind überhaupt keine Holzfäller vorhanden. Und es fehlen auch noch 2 Kasernen. Die bauen wir auch gleich noch. Das sieht so aus, als sei da durch die Umstellung der Häfen schon was passiert. Genauso wie hier. Ja, der scheint schon länger so zu fahren.
So, dann gucken wir nochmal in die Produktion rein, in die Gebäude, die Produktionsmethoden. Nee, ich bleib hier erst nochmal auf Freiluftschlachtungen. Hier passt alles. Hier auch, hier sind wir auf Dampfschlepper, nicht Fischschlepper. Das heißt, wir müssten eigentlich am Markt auch keinen Clipper mehr da Bedarf mehr haben. Wenn wir da gleich umstellen, das müsste auf 0 gehen. Und bei den Kriegssegelschiffen eigentlich auch. Denn es gehört ja niemand sonst zu unserem Markt. Das heißt, in den Handelsrouten lassen wir die Clipper mal fallen. Und die sind ineffizient. Die können wir dann auch gleich alle fallen lassen. Und jetzt hier von unten schnell durchgucken. Straßenbahnen. Die Schiffswerften stehen. Ups, die müssen wir hier natürlich erst auf Dampfschiffe setzen und dann auf Marineschiffbau. Stahlwerke, Siemens Martin, Drehventile. Glashütten passt. Möbelfabriken nicht. Tuchfabriken haut hin und hier Backpulver. Patentbrennverfahren. So. So, und dann F6. Wir haben keine Marionetten mehr. Sehr gut. Arbeiten noch an den Beziehungsverbesserungsevent. Die Minen organisieren sich. Bergleute und Minenbesitzer versuchen, ihre Interessen in Spanisch-Guayana zu schützen. Wieso sind denn da explizit die Gewerkschaften genannt? Die sind doch noch anständig. Doch die Bestrebungen zweier Interessengruppen sind kaum miteinander vereinbar. Die der Gewerkschafter und der Industriellen. Industrielle mag ich nicht noch weiter verärgern, denn die hatten jetzt zuletzt durch das Wahlrecht, glaube ich, ein bisschen was fressen müssen und sind ja aktuell noch in der Regierung. So, wir fahren nur noch mit zwei Kolonien. Da können wir auch gerade zum Ende der Folge nochmal das Sambesi. Schwere Malaria, das sind die schweren Malaria-Gebiete hier. Da will ich gar nicht kolonisieren. Was haben wir hier? Ostmikronesien, auch schwer. Ich glaube nicht. Gut, liebe Leute, das wär's dann auch mit dieser Folge. Philippinen sind verschwunden, weil ich die Schnauze voll hatte von dem ganzen Müll. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Ursache war, dass das Bündnis mit Frankreich verloren gegangen ist. Ich denke mal schon und deshalb habe ich da die Konsequenzen getroffen und die Philippinen jetzt doch annektiert. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Aber da lasst. Ja, ihr könnt auch gerne einen Kommentar drin stehen, aber müsst ihr dann bitte mit Aber beginnen. Am besten mit Aber Palzi, du hättest sie nicht annektieren sollen. Sie waren nicht schuld daran.
Ja, also wär euch dankbar, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo da lassen würdet. Bis dann, euer Palzi.